Der Minister fragt, ob was hier wächst in der Jungspeicher. Da hat uns das Amt für Landwirtschaft in Kronhausen geholfen und der findet alle Jahr einen Gärtner, der die jungen Pflanzen dann antreiben lässt. Sie müssen hier, zeig mal, mit der Hand bitte den Finger öffnen. Genau, reingraben, mir die Knie geben und dann lassen Sie den Spargel schon erkennen kann. Sehen Sie? Ja. Und jetzt können Sie mit dem Messer optimal unten abstechen. Ausgeräumt erst. So, jetzt runter, Herr Minister. Jawohl. Jetzt geht's runter. Und Ostern. Ja, wenn alle so schön die Stangen wachsen würden. Genau die richtige Länge. Ja. Hier kommen auch 22 cm wieder zugeschnitten. Ja. Damit er schön weich ist, dass er nicht verholt wird. Länger stechen. 25, 26 cm lang, du hast den Kopf, gerade. Das scheint eine Nummer also, ich glaube, der gestochene Spargel ist die erste Qualität, ist beste Sortierung, von der Dicke her, von der Länge her ideal. Auch für die Gastronomie geeignet? Ja, nicht nur für die Gastronomie, sondern für unsere Verbraucher vor allem. Einmal jetzt drüben, bitte. So. Mal hierher schauen. Sie ist ja auf dem Spargelhof. Genau. Unsere Königin. Jetzt kratzt es aus. Der so. Chef schaut zu, der Herr Kampan. Schau da bitte mal hier. Ja, und strahlen. Jawohl, jetzt wunderbar. Optimal. Eine schöne Spargelstange. Gott an alle Menschen, die heute hierher gefunden haben. Mein Name ist Tina Göppel. Ich bin die 39. Schrobenhausener Spargelkönigin. Und es ist meine Ehre, den Spargelanstich heute hier vollzogen zu haben mit unserem Staatsminister. Ich hoffe alle, dass Sie diesen Stromhauser Spargel kennen und ihn auch natürlich auch genießen. Eine schöne Saison wünsche ich uns allen. Ja, meine Damen und Herren, wer kann schon behaupten, dass er bei der Arbeit von königlichen Hoheiten eine Assistenz erfährt? Ich freue mich, dass die Weinkönigin und die Spargelkönigin heute mit dabei sind und das ist ja letzten Endes auch eine Botschaft an unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wein und Spargel passt hervorragend zusammen. Und wir wissen ja, Herr Vorsitzender, Herr Blöckl, dass die Spargelsaison schon einige Tage läuft, weil die Witterung optimal ist. Andere Kulturen sind etwas traurig, weil der segensreiche Regen fehlt, aber für die Spargelbauern ideal und für die Verbraucher ebenfalls, weil wir 14 Tage früher dran sind ansonsten als sonst und ich gehe davon aus, dass trotzdem die Spargel-Erntezeit bis 24. Juni gehen wird. Ja, aber wir stellen uns darauf ein, das ist ein fester Termin, dass es heuer auch bis 24. Juni dieses köstliche Produkt geben wird. Meine Damen und Herren, ich werde wie immer insbesondere für einheimische, regionale Produkte. Kaufen Sie bewusst bayerischen Spargel. Dann können Sie sicher sein, dass Sie hohe Qualität kombiniert mit der Frische, mit kurzen Transportwegen und entsprechender Bekömmlichkeit auf dem Tisch haben. Der bayerische Spargel ist ein Qualitätsprodukt. Und deswegen wollen wir auch von Seiten unserer Verbraucher Werbung und Unterstützung erhalten für die Produkte, die Sie jetzt schon überall kaufen können. Und wir wissen, der Spargel ist ja auch sehr gesund. Er hat viele, viele Vitamine, aber auch Mineralstoffe in sich, wie Calcium, wie Phosphor oder Kalium. Und er entschlackt, er hilft Ihnen auch, wenn Sie vielleicht in der Fastenzeit noch Ihre Vorsätze haben und kombiniert mit einem edlen Wein aus Franken ist das ein wunderbares Gericht. Aber nichts für die Fastenzeit mit dem Wein. Ja, also doch, man kann das wunderbar genießen, vor allem wenn man dann in Maßen den Wein zu sich nimmt, dann passt das schon gut zusammen und Spargel kann man ja in unterschiedlichen Variationen auch essen und zubereiten. Ich freue mich schon wieder, den ersten Spargel hat es bei uns zu Hause gestern gegeben, aber die nächsten Wochen wird wahrscheinlich meine Frau des Öfteren auf diese köstliche
Kultur, das ist ja eine Gemüsekultur, meine Damen und Herren, die flächenmäßig in Bayern an erster Stelle steht, vor Zwiebeln oder Gurken. Das wissen viele nicht. Wir haben inzwischen 2800 Hektar quasi Spargelkulturen in Bayern und haben unsere Importversorgung in den letzten 20 Jahren erheblich erhöhen können. Vor 20 Jahren mussten wir in Deutschland noch 40% importieren. Jetzt sind es kaum noch 20%. Und ich danke auch unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass sie zunehmend speziell bayerischen Spargel kaufen, weil sie eben die Vorzüge erkennen und weil sie wissen, wenn sie bayerischen Spargel kaufen, kaufen sie Frische, kaufen sie Bekömmlichkeit und kaufen sie ein hohes Qualitätsprodukt. In diesem, ja, hier ist Applaus angesagt.